Als erstes wundern Sie sich wahrscheinlich, dass hier nicht einfach ein Chor steht. Das liegt daran, dass dieses, es sollte nicht der herzliche Chor sein, der hat ja gestern Abend diese Auftragveranstaltung gesungen, sondern ein Vokalensemble. Ein Vokalensemble. Entschuldigung, dann muss ich nicht so brüllen. Genau 50% dieses Vokalensembles sind innerhalb der letzten 2 Tage an Corona erkrankt. Und deshalb kann es nicht auftreten. Ich finde aber ganz ohne Musik, und der Generalsekretär sieht das genauso wie ich, denn er ist ja eigentlich so der Spiritus Rector unseres Zusammenkommens und dieser ganzen Veranstaltung, denn er sitzt ja vor dem Arbeitskreis Kirchenmusik. Ich denke, es ist uns angemessen, und es ist auch ein guter Auftakt des Tages, dass wir uns die Musik dann selber machen. Und ich denke, ein Lied, das auch konfessionsübergreifend wir einfach alle auswendig kennen, ist Großer Gott, wir loben dich. Und ich denke, wir können das einfach die erste Strophe jetzt hier singen, um dann zu beginnen mit den offiziellen sprachlichen Teilen. Großer Gott, wir loben dich. Herzlich willkommen. Im Namen des Deutschen Musikrates, aber natürlich auch stellvertretend für die, die unsere Partner in diesem Fall sind und unsere Förderer, aber ganz besonders auch unmittelbar gestaltende Partner. Ich darf also hier auch sprechen für alle Mitglieder dieses Arbeitskreises Kirchenmusik des Deutschen Musikrates, in dem die Spitzen der kirchenmusikalischen Verbände vereint sind, unter Vorsitz von Christian Höppner, Professor Christian Höppner, unserem Generalsekretär. Diesen Arbeitskreis gibt es seit nunmehr 13 oder 14 Jahren, denn er hat schon vorbereitet den letzten Kirchenmusikkongress vor 12 Jahren. Und eigentlich sollte dieser Kirchenmusikkongress ja schon vor 2 Jahren stattfinden. Und Sie wissen, er musste 2-mal verschoben werden. Umso froher sind wir, dass wir ihn heute durchführen können. Ich möchte nochmal, ich denke, da bin ich mir mit allen einig, die gestern Abend dort waren, allen herzlich danken, die verantwortlich waren für das gestrige Auftaktkonzert, die das organisiert und vor allen Dingen auch gestaltet haben. Auch Herr Putscher, der letztlich die musikalische Gesamtleitung in der Kirche hatte, ist heute hier. Nochmal herzlichen Dank Ihnen stellvertretend für alle, die gestern die Musik gemacht haben. Wir haben dort Musik auf hohem Niveau aus den zentralen und aus zentralen Bereichen der Kirchenmusik gehört und erlebt. Ausdrücklich möchte ich noch einmal danken der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wir werden heute Nachmittag auch noch geistliche hohe Repräsentantinnen und Repräsentanten hier erleben und können den Dank dann noch einmal direkt auch platzieren und allen, die für diese beiden Kirchen gemeinsam mit dem Musikrat das erarbeitet haben und veranstalten. Ich möchte auch herzlich danken der BKM, ohne deren Förderung das nicht möglich wäre. Und sie hat erst vor kurzem, ich meine jetzt auch die Staatsministerin persönlich, Claudia Roth, durch ihre Anwesenheit bei unserem Großkonzert zum Abschluss des Orgelprojekts, wo alle 17 in Aufträgen komponierten Orgelwerke in Augsburg in 2 Kirchen, der katholischen, evangelischen, aufgeführt wurden, haben wir erlebt, dass sie 6 Stunden dabei war und sich persönlich da interessiert hat. Also ich denke, man kann ihr unterstellen, das ist ihr auch ein ganz persönliches Anliegen. Auch wenn sie heute nicht da ist und ihr Haus, trotzdem auch dafür einen herzlichen Dank. Es ist wichtig, dass dieser Kongress stattfindet, was viele Menschen im Sprechen über, und ich denke, es ist jetzt sogar gut, dass er so lange verschoben wurde. Denn wir befinden uns jetzt endgültig an einem Punkt, denke ich, wo es
für die Kirchen um sehr viele in Deutschland geht. Wenn wir sehen, man muss zugeben, in besonderer Weise nochmals für die katholische Kirche, aber insgesamt für die Kirchen in Deutschland, denn das Bild wird dominiert inzwischen von Diskussionen und von Inhalten, die eigentlich ganz fern von dem sind, worum es eigentlich geht. Nämlich die Trägerinnen und Träger von Glaube und ich sage dazu Kultur, weil das überhaupt nicht zu trennen ist. Das durchdringt sich in unglaublicher Weise. Und ich denke, ich hoffe, dass dieser Kongress, wo viele Persönlichkeiten aus dem Bereich der Kirchenmusik zusammentreffen, wo gleichzeitig auch Persönlichkeiten aus dem Bereich der Pastoral und Theologie anwesend sein werden. Ich hoffe, dass davon auch Impulse ausgehen können. Ich hoffe, dass deutlich wird, dass das, wovon ich fest überzeugt bin, übrigens auch als Leiter eines Dorfkirchenchores in Oberbayern, wo ich wohne, fest überzeugt bin, dass ohne Musik Kirche überhaupt keine Zukunft hat, sondern dass die Musik ein wesentliches Element auch der Pastoral, der Verkündigung ist und dessen, wie Kirche die Menschen erreichen kann und muss. Und das... Deswegen, das sage ich unumwunden, freue ich mich auch ganz persönlich sehr über diesen Kongress und auf diesen Kongress und davon von Ihnen allen zu lernen. Und nun dürfen wir unmittelbar in das Geschehen einsteigen. Wir werden zunächst zwei Eröffnungsvorträge hören. Einen von Professor Dr. Christoph Krummacher. Er war von 1992 bis 2014, 22 Jahre lang, Professor für Kirchenmusik und Direktor des Kirchenmusikalischen Instituts der Leipziger Hochschule für Musik Mendelssohn-Bartholdy. Er war auch 6 Jahre lang Direktor dieser Hochschule von 1997 bis 2003. Er ist seit 2018 Ehrenmitglied des Deutschen Musikrates. Er war lange, 12 Jahre lang, Präsident des Sächsischen Landesmusikrates und er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen unmittelbar an der Schnittstelle von Theologie und Musik, denn er ist auch als Wissenschaftler in beiden Gebieten gleichermaßen beheimatet. Wir freuen uns auf seinen Vortrag Emanzipierter Glaube und Autonomie der Kunst. Warum braucht die Kirche die Kirchenmusik? Den zweiten Vortrag, damit wir nicht dann unterbrechen müssen, wird im unmittelbaren Anschluss halten Professor Dr. Johann Hinrich Clausen. Er ist seit 2016 der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ich darf sagen, auch aus persönlicher Erfahrung, wir haben im Corona-Zeitalter mehrfach telefoniert. Er ist sehr intensiv an der Arbeit des Deutschen Musikrates interessiert und wo nötig begleitet er sie auch und unterstützt sie. Auch er, Autor zahlreicher Buchveröffentlichungen, Lehrbeauftragter an der Humboldt-Universität in Berlin. Wir freuen uns auch sehr auf Ihren Vortrag. Wir brauchen die Kirchenmusik, aber was braucht sie von uns? Und nun freuen wir uns auf die Vorträge. Bitte sehr. Sehr geehrtes Auditorium hier im Saal und im virtuellen Raum, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn der Deutsche Musikrat einen Kongress zur Kirchenmusik veranstaltet, so mag dies in einer Hinsicht naheliegend sein. In seiner Sorge um die Vielfalt der Musik in unserem Lande kann er an der Kirchenmusik schlecht vorübergehen. Dass also über die gesellschaftlich-kulturelle Bedeutung der Kirchenmusik nachzudenken ist, ist genuine Aufgabe des Musikrats. Aber zugleich ist über Kirchenmusik nicht nachzudenken, ohne ihre theologisch-kirchlichen Implikationen zu thematisieren. Und so möchte ich Sie auf einen solchen Denkweg mitnehmen, wohlwissend, dass das für manche von Ihnen nicht zum normalen Alltag gehört oder vielleicht sogar etwas fernliegen mag. Was ich alles nicht sagen kann in einer halben Stunde, brauche ich nicht zu erwähnen.
Ich hoffe, das wird dann durch die Arbeitsgruppen ergänzt werden können. Es wird mir eher um eine grundsätzliche Perspektive gehen. Da es mir indes aus der Sache heraus notwendig erscheint, will ich versuchen, kirchlich-theologische Überlegungen mit einigen ästhetischen Erwägungen zu verknüpfen, so skizzenhaft das alles angesichts der zur Verfügung stehenden Zeit ohnehin bleiben muss. Meine Aufgabe ist es also heute Morgen, sozusagen das innere Selbstverständnis der Kirchenmusik zu reflektieren. Ihre gesellschaftlich-kulturelle Dimension ist davon nicht zu trennen, aber aus gutem Grund eigens dem zweiten Referat zugewiesen. Und wenn ich von der Kirche im Singular spreche in meiner Themenformulierung, so meine ich dies ökumenisch im Sinne des Glaubensbekenntnisses, in dem sich Christen zu ihrer Zugehörigkeit zu der einen Kirche und nicht zu verschiedenen Konfessionen bekennen. Dies fällt mir umso leichter, als ich zwar die Verschiedenheiten zwischen evangelischer und katholischer Kirchenmusikpraxis sehe, darin aber keinen grundsätzlichen, sondern eher nur graduelle Unterschiede erkennen kann. Die Frage, warum die Kirche die Kirchenmusik braucht, scheint trivial. In der Regel wird hier zuallererst an den Gottesdienst gedacht. Trotzdem erscheint mir dieser Hinweis unzureichend. Einerseits gibt es Kirchenmusik jenseits des eigentlichen gottesdienstlichen Geschehens und liturgiebezogene Musik, die von vornherein die liturgischen Maßverhältnisse sprengt. Geht man von einer funktionalen liturgischen Bestimmung aus, landet man schnell bei der Verlegenheitslösung, Kirchenmusik und geistliche Musik zu unterscheiden. Aber was soll dann geistliche Musik sein? Außerdem beruht eine rein funktionale Bestimmung letztlich auf einer Art Nützlichkeitserwägung, ist also theologisch nahezu blind. Eine Antwort auf den tieferen Sinn selbst gottesdienstlicher Musik ist so nicht zu finden. Natürlich sind die meisten unserer Gottesdienste auch musikalische Ereignisse, angefangen beim Singen der Gemeinde. Aber heilsnotwendig oder, wie man theologisch sagt, soteriologisch, unverzichtbar ist die Musik trotzdem nicht. Auch wenn uns dann vieles Liebgewordene fehlen würde. Und auch der lokale Hinweis, Kirchenmusik sei die Musik der Kirche im Kirchenraum, greift zu kurz. Ist Bachs Matthäus-Passion ursprünglich Musik für den Leipziger Karfreitagsgottesdienst außerhalb des Gottesdienstes oder gar im Konzerthaus keine Kirchenmusik mehr? Wenn ich diese Vertracktheiten andeute, so will ich damit selbstverständlich weder die inhaltliche Beheimatung der Kirchenmusik im Gottesdienst noch ihre Verankerung in der Kirche als ihrem originären Ort in Frage stellen, wie im Folgenden hoffentlich immer deutlich bleiben wird. Kirchenmusik reicht aber zugleich über den Gottesdienst hinaus, ist sozusagen eine Exodusmusik. Worauf also lässt sich die Kirche ein, wenn sie sich auf Kunst einlässt, wenn sie sich auf Kirchenmusik einlässt, dieser Kunstform mit der singulären Möglichkeit des aktiven Mitsingens und Mitmusizierens. Nun hat es in der Geschichte der Kirchenmusik nicht an Definitionsversuchen gefehlt, die ich hier natürlich nicht referieren werde. Diese Versuche weisen aber, wenn eine solche Vergröberung einmal für unseren Zweck erlaubt sein mag, eine Konstante auf, die erstaunlicherweise bis heute lebendig ist und letztlich auf der kosmischen Überzeugung der alten Griechen vom unveränderlich Einen und Absoluten des Seins fußt. In der Vorstellung nämlich, in der von Gott geschaffenen unveränderlichen Schöpfungsordnung
spiegele die Musik eine ontische Qualität des Transzendenten und Göttlichen. Spätestens durch die moderne Naturwissenschaft ist diese Sichtweise fundamental erschüttert worden, denn wir wissen heute, dass der Kosmos keineswegs unveränderlich ist. Schon die Renaissance gab dem vom menschlichen Subjekt zu verantwortenden Ausdrucksgehalt einen neuartigen Stellenwert. Und für die lutherische Reformation und insbesondere für Martin Luther spielte dieser Ordo-Gedanke, der Schöpfungsordnungsgedanke in der Musik, nur noch eine sehr unwesentliche Rolle. Musik war für ihn vielmehr ein Ausdruck unserer christlichen Freiheit im Gebrauch der guten Schöpfung Gottes. Mit der Aufklärung änderte sich der Verständniszugang zur Kunst in fundamentaler Weise, nämlich in der Einsicht in ihre Autonomie. Die ästhetisch-künstlerische Welterfahrung hat ihren spezifischen Eigenwert. Und daher ist Kunst, ist Musik nicht auf Zwecke oder Gebrauchswerte reduzierbar, sondern hat ihren Sinn in und aus sich selbst. Übrigens sollte dabei nicht vergessen werden, dass die Aufklärung, und hier ist in erster Linie natürlich an Immanuel Kant zu denken, diese Erfahrung zwar gedanklichen Ausdruck gegeben hat, die Zwecke überbietende Dimension der Kunst aber schon immer essentiell war und nicht etwa ein Produkt des 18. Jahrhunderts darstellt. Idealismus und Romantik waren von dieser Autonomie überzeugt, verbanden sie indes neuerlich mit einer Überhöhung der Kunst zur Ausdrucksgestalt des Absoluten. Anders gesagt, die Säkularisierung der autonomen Kunst wurde gleichsam wieder eingeholt von einer neuen Sakralisierung. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an Schlegel oder Hegel, und es war vornehmlich die um ihres Mangels an Konkretheit bis dahin minder geachtete, nunmehr aber zum dominanten Paradigma aufgestiegene Instrumentalmusik, die mit der Aura des unaussprechlich Transzendenten metaphysisch überhöht wurde. Gerade wegen ihrer Begriffslosigkeit würden wir in ihr des Absoluten inne. Es gehört zu den Merkwürdigkeiten der Ideengeschichte, dass sich diese überhöhende Apotheose der Kunst bis heute tief eingegraben hat in unsere Art und Weise, über Musik zu sprechen. Und tatsächlich ist es ja nicht einfach, den Eindruck von Musik in Worte zu fassen. Ich kann dies jetzt hier nicht an Einzelbeispielen belegen, aber ich vermute, vielen von Ihnen werden sehr schnell Beispiele dafür einfallen, bei denen sich wenigstens Blütenstaub dieser auf das frühe 19. Jahrhundert zurückgehenden Sichtweise findet. Dies trifft nicht zuletzt auch auf erheblich viele Beiträge zum theologisch-musikalischen Diskurs über Kirchenmusik zu. Soweit ich diesen Diskurs überblicke, sind es in ihm vornehmlich zwei Denkfiguren, in denen ein solches Erbe des 19. Jahrhunderts lebendig ist. Entweder greift man auf die transzendentale Gedankenfigur zurück, die theologisch leicht anschlussfähig zu sein scheint, sofern man davon ausgeht, dass es auch in der Theologie um eine transzendentale Wahrheit geht. Die in Musik zum Ausdruck kommende Tiefendimension wird dann zur sekundären Hilfsquelle der von der Theologie zu entfaltenden Wahrheit. Neben dieser vornehmlich in katholischen Diskussionsbeiträgen zu findenden Sichtweise ist es der Topos des Gefühls, der Gefühlstiefe, der nicht minder Erbe des 19. Jahrhunderts ist. Friedrich Daniel Schleiermacher, auf den man in diesem Zusammenhang gerne hinweist, der bedeutendste protestantische Theologe des 19. Jahrhunderts, Schleiermacher meinte aber mit dem Zusammenhang von Religion und Gefühl eine grundsätzliche Lebenshaltung unserer uns entzogenen Unverfügbarkeit. In unserem landläufigen Verständnis denken wir indes bei Gefühl eher an Good Feeling.
sich gut fühlen. Ein subjektiv tiefes Gefühl ist aber keineswegs identisch mit einem religiösen Erlebnis. In einer mittlerweile längst nicht mehr rein theologischen Begriffsverwendung wird oft auch von Spiritualität gesprochen und auf die Sehnsucht vieler Menschen hingewiesen, die heutzutage auch von denen artikuliert wird, denen religiöse Vorstellungen eher fremd sind, die aber nach authentischen, das eigene Ich übersteigenden Erfahrungen suchen. Ich will dies alles keineswegs diskreditieren. Es ist ernst zu nehmen, auch von der Kirche, die hier eine gesellschaftliche, kulturdiakonische Verantwortung trägt. Ich skizziere diese Gedankengänge zugegebenermaßen mit einem skeptischen Unterton, weil sie mir für eine theologisch-ästhetische Begründung der Kirchenmusik immer noch unzureichend erscheinen. Die anfangs erwähnte funktionale Begründung übersieht die auf Funktionalität nicht zu reduzierende Autonomie der Musik. Johann Sebastian Bach hätte der reinen Funktionalität der Gottesdienstmusik auch mit weniger aufwendigen Kantaten und mit geringeren Ansprüchen an die Gemeinde Genüge getan. Die metaphysisch-transzendentale Begründung sagt zwar etwas über das spirituelle Potenzial der Musik, nicht aber zur konkreten inhaltlichen Dimension als Aussage des christlichen Glaubens. Das Kompositum Kirchenmusik muss aber in beiden Richtungen entfaltet werden. Als Kirchenmusik im Zusammenhang mit der Kirche und dem praktizierten Glauben, mithin inhaltlich, und als Kirchenmusik als ein ästhetisch-künstlerisches Phänomen, für das der autonome Eigensinn gilt wie für alle übrige Kunst. Diese Autonomie ist der Kirchenmusik nicht von Amts wegen zuzubilligen oder allenfalls partiell in Kauf zu nehmen. Vielmehr bleibt sie als Überschuss auch dann, wenn die Kirchenmusik, und das ist ja trotz allem nicht illegitim, wenn die Kirchenmusik in funktionale Bezüge eingebracht wird. Und das scheint mir entscheidend, die Autonomie gilt ganz unabhängig von stilistischen Richtungen der Musik, der Kirchenmusik. Gebrauchswert für sich ist keine zureichende ästhetische Rechtfertigung. Keine wie immer stilistisch ausgerichtete Kirchenmusik kann sich dem ästhetischen Diskurs hinsichtlich ihrer Qualität und Stimmigkeit durch den Rückzug auf einen aktuellen Gebrauchswert entziehen. Das gilt für das Kinderlied ebenso wie für die avancierte Motette, für Sacropop und Gospel ebenso wie für das traditionelle Kirchenlied oder Oratorium. De gustibus non disputandum über Geschmack lässt sich nicht streiten, stimmt eben nur hinsichtlich der in anderen Disputen geltenden Regeln begrifflicher Logik, weil die Kunst ihre eigenen Regeln hat, die, um an die schöne Formulierung Kants zu erinnern, zwar viel zu denken veranlasst, ohne dass ihr doch ein bestimmter Gedanke, das ist Begriff, adäquat sein kann. Der Satz De gustibus non disputandum wird heutzutage meist nur noch achselzuckend zitiert und nicht einmal mehr als Bildungsaufgabe verstanden. Er bedeutet indes nicht, dass der ästhetische Diskurs als solcher sinnlos wäre. Ich hatte es anklingen lassen, Kunst ist ein Modus unserer Welterfahrung. Ich will dies etwas erläutern und suche dabei einen Weg, wie der doppelten Falle, in Anführungsstrichen, einer metaphysischen Überhöhung der Kunst einerseits und einer inhaltlich zunächst unspezifischen Spiritualität andererseits zu entgehen wäre. Immerhin sollte nicht vergessen werden, dass schon der als Romantiker gestartete Friedrich Daniel Schleiermacher in seiner von der Theologie selten zur Kenntnis genommenen Ästhetik den Ursprung der Kunst gerade nicht aus einer göttlichen Offenbarung oder wie Hegel aus dem zu sich selbst Kommen des absoluten Geistes ableitet,
sondern aus der freien Produktivität des Menschen. Sein oft so oder ähnlich formulierter Grundsatz in der Ästhetik lautet: Die menschliche Aktivität macht die Kunst. Das heißt, Inspirationsquelle des Künstlers ist das Dasein des Menschen in der Welt. Karl Friedrich von Weizsäcker, wenn mir dieser große Sprung einmal erlaubt ist, hat von drei neuzeitlichen Pointierungen der Welterfahrung und Wahrnehmung gesprochen. Wir werden der Welt reflexiv inne im Modus der wissenschaftlichen Theoriebildung, im Modus der philosophisch-existenziellen und theologisch-religiösen Weltorientierung und im Modus der spielerisch-freien Ratio und Emotio vereinigenden Äußerungen der Kunst. Und Georg Picht hat in seinem opulenten kunstphilosophischen Hauptwerk Kunst und Mythos eindrücklich darauf hingewiesen, dass es die Einbildungskraft ist, die nicht etwa, wie oft unterstellt, beiläufig beliebige Ausflüge in die Welt der Fantasie erlaubt, sondern die vielmehr die konstitutive Form des menschlichen Erkennens vor aller Möglichkeit der rationalen Überprüfung und Theoriebildung darstellt. Denn mittels der Einbildungskraft können wir uns die vielfältigen Dimensionen der Dinge in dieser Welt vorstellen, ihre Verweisungen, ihre Perspektivenvielfalt oder, wie Picht formuliert, die Phänomenalität der Phänomene. Eher die kritisch-denkerische Reflexion in methodisch kontrollierten Schritten daraus ihre spezifischen, theoriebildenden Konsequenzen zieht. Picht wörtlich: Wir werden uns also dazu entschließen müssen, im Widerspruch zu den herrschenden Traditionen des europäischen Denkens anzuerkennen, dass unser Vermögen, Wirkliches zu entdecken und so aufzufassen, wie es ist, auf der Gabe beruht, uns dieses Wirkliche einzubilden, also ein Bild von ihm zugleich aufzufangen und zu erzeugen. Die Einbildungskraft spiegelt nicht vor, sondern sie entdeckt. Sie bringt das, was in Wahrheit ist, ans Licht. Sie ist die primäre Gestalt der Erkenntnis von Wirklichkeit. Sie ist für alle übrigen Formen menschlicher Erkenntnis konstitutiv. Picht hat damit sozusagen den erkenntnistheoretischen Ort der Kunst bestimmt. So wie das methodisch-begriffliche Denken der Einbildungskraft folgt, ist die Kunst eine Form des Denkens. Sie deckt auf und stellt dar, was die Dinge in ihrer Phänomenalität sind. Die Subjektivität dieser Leistung besteht nicht darin, den Dingen Inhalte durch Fantasie hinzuzufügen, sondern ihre Verweisungen aufzudecken. Die Wahrheit des Seins liegt mithin nicht außerhalb der Erscheinung der Dinge als gleichsam überwölbender Begriff, sondern in ihrem in der Welt Sein. In diesem Sinne spreche ich von Kunst als einer mit eigenem Recht versehenden Welterfahrung und Welterkenntnis. Das heißt zugleich, Kunst sagt uns nicht eine andere oder gar höhere Wahrheit als beispielsweise die Naturwissenschaften, aber sie sagt uns die Wahrheit über die Welt anders, aus einer anderen Perspektive unseres in der Welt Seins. Das macht ihre Unverzichtbarkeit aus. Ohne die Möglichkeiten unserer Einbildungskraft würden wir für die Phänomenalität der Phänomene blind bleiben. Sie werden sich nun fragen, was hat das alles mit Kirchenmusik zu tun? Kunst? Und dabei ist immer auch die Musik eingeschlossen. Kunst sagt etwas über unser in der Welt Sein aus. Und das gilt auch für Kirchenmusik. Freilich mit einer sehr spezifischen inhaltlichen Konnotation. Kirchenmusik ist Wahrnehmung der Welt mit den Ohren und Augen des christlichen Glaubens. Kirchenmusik ist Praxis und Kommunikation des Glaubens. In und mit der Kirchenmusik wird der Glaube praktisch. Die Vogelstimmen in Messiaens Orgelmusik schärfen unsere Ohren für die Welt als akustisches Phänomen
und für die Freude an der Schöpfung. Die Abstraktionen der Malerei lenken Augen und Sinne auf die Wesentlichkeiten von Formen. Und in der Freiheit, mit der Buxtehude in seinen Orgelchorälen mit den vorgegebenen Melodien umgeht, äußert sich subjektive Aneignung von Glaubensinhalten. Der Verzicht auf den künstlerisch-musikalischen Ausdruck des Glaubens wäre mithin ein elementarer Verlust an Weltbezug des Glaubens, eine Verkürzung seines In-der-Welt-Seins. Gewiss bliebe der Glaube ohne emotionale Verankerung und Expressivität nicht lebendig. Aber im Herzen verankert ist nicht ein allgemein religiöses Gefühl, sondern die Verdichtung konkreter, zu reflektierender, diskursiver Inhalte. Schleiermacher schrieb 1808 in einem Brief an seine Braut, in dem er auch von seiner Vorfreude darauf spricht, mit ihr zukünftig der Singakademie anzugehören. Er schrieb also: Freilich kann wohl in Menschen, die selbst gar nicht fromm sind, durch die Künste allerlei aufgeregt werden, was sie für Frömmigkeit halten und was sie nur täuscht. Aber der Zuwachs, den sie einem Frommen geben in seinen Empfindungen, ist gewiss echt religiös. Damit habe ich die Innensicht der Kirchenmusik versucht zu beschreiben. Um nicht missverstanden zu werden, füge ich sofort hinzu: Mit dieser Innensicht der Kirchenmusik ist eine mögliche Außensicht derjenigen Menschen, denen die konkreten inhaltlichen Bezüge auf den christlichen Glauben wenig sagen und bedeuten, keineswegs ausgeschlossen und verunglimpft. Aber auch sie sind herausgefordert, diese Inhalte nicht einfach auszublenden. Und es ist Aufgabe von uns kirchenmusikalisch Praktizierenden, dafür wenigstens Türen zu öffnen, nicht um eines missionarischen Erfolges willen, sondern um tieferes Verständnis zu ermöglichen. Hat eine solche Sicht auf die Kirchenmusik Konsequenzen, die über Geläufiges hinausgehen? Was heißt das alles für die Kirche, für die kirchenmusikalische Praxis, für den einzelnen Menschen? Wenn Kirchenmusik eine unverzichtbare Gestalt des In-der-Welt-Seins des Glaubens ist, dann eben mit jenem Anteil an Subjektivität, wie sie aller Kunst eigen ist. Einer Subjektivität und Freiheit im Gestalten und im Rezipieren. Daher hätte eine Kirche, die sich die Kirchenmusik lediglich dienstbar zu machen anschicken würde, die Autonomie der Kunst nicht wirklich verstanden, ja, sie säße einer Illusion auf. Die Kirche braucht die Kunst um ihres Weltbezuges willen und sie räumt der Musik und den anderen Künsten erst dann den richtigen Platz ein, wenn sie offen dafür ist, aus ihnen zu lernen, was eben nur aus Kunst zu lernen ist, eine Schärfung der Sinne. Die Kirche benötigt im wörtlichen Sinne des aus der Sache Notwendigen heraus die Kunst um ihres Weltbezuges willen, denn das Lernfeld des Glaubens ist die Welt. Die vielen Rufe der Bibel, komm, hör und sieh, lenken Ohren und Augen auf die irdische Realität. Und dabei geht die Kirche mit der Kunst durchaus ein Risiko ein, nämlich das Risiko des nicht völlig Kontrollierbaren. Um ihrer Lebenskraft willen braucht die Kirche Kunst und Musik, nicht aber zum Aufpolieren ihres Images. In unserer kirchenmusikalischen Praxis sollten wir uns immer dessen bewusst sein, dass wir es mit ästhetischen Phänomenen zu tun haben, übrigens häufig genug ja nicht nur mit musikalischen, sondern auch mit textlich-poetischen. Ästhetische Phänomene erlauben eine große Bandbreite. Was sie nicht erlauben, ist ihre Banalisierung zum Zwecke der Affirmation. Mögen die Ansprüche ästhetischer Gebilde auch sehr verschieden sein. Ohne den Mut, überhaupt Ansprüche zu stellen, bleiben wir unter den Möglichkeiten der Kunst und des Glaubens, neue Einsichten und Sichtweisen zu evozieren.
Ich beobachte in gegenwärtigen Diskussionen zu Chancen und Aufgaben der Kirchenmusik nicht selten eine bedenkliche Tendenz, mit sicherlich gut gemeinten Absichten weniger auf das zu achten, was wir musizieren, als vielmehr den Menschen nur noch emotional angenehme Erlebnisse verschaffen zu wollen. Dabei wird vergessen, dass es angesichts der Offenheit des Kunstwerkes, wie es Umberto Eco nannte, ohnehin keine einspurige oder methodisierbare Funktionalität der Musik gibt. Und wenn es unsere Aufgabe ist, Menschen zu helfen und zu trösten, so ist doch zwischen Trost und Affirmation zu unterscheiden. Affirmation sagt, es ist doch alles nicht so schlimm und spielt sich harmonisierend über Konflikte hinweg. Trost erkennt die Miseren der Situation und übt empathisch protestierende Solidarität. Und der christliche Glaube geht noch einen kühnen Schritt weiter, indem er auf der Hoffnung beharrt, dass das letzte heilbringende Wort über diese Welt noch nicht gesagt ist. Deswegen ermöglicht die singende Kirche die Gemeinschaft mündiger Subjekte, womit notabene nicht eine das Subjekt egalisierende Masse gemeint ist. Und im Blick auf den einzelnen Menschen, die Offenheit des Kunstwerkes und die Unverfügbarkeit der Rezeption ist keine Beliebigkeit hinsichtlich des ästhetischen Gegenstandes, mit dem man sich befasst. Die subjektiv gefärbte Aneignung von Kunst geht, wenn sie denn in welcher Annäherungsdichte auch immer gelingen soll, einher mit Reflexion und damit letztlich mit emanzipatorischem Eigensinn. So wie in Kirchenmusik der Glaube jenseits dogmatischer Kontrolle Ausdruck eines emanzipierten Glaubens ist, so will sie dies auch der Rezeption ermöglichen. Allerdings ist dieser Glaube seinerseits voller Zumutungen. Dabei denke ich jetzt nicht an heutzutage und auch Theologen oft schwer verständliche kirchliche Dogmen. Ich denke vielmehr an biblische Zumutungen, die im Dissens zum Mainstream unserer und wahrscheinlich aller Zeiten stehen. Etwa, ganz säkular formuliert, nicht deine Leistung und deine Erfolge sind entscheidend. Deinem Gewissen ist zu folgen, nicht deinen Gewinnaussichten. In der Geringfügigkeit und Machtlosigkeit in Krippe und Kreuz ist zu finden, was die Bibel die Kraft Gottes nennt. Solange es der Kirchenmusik gelingt, dem Mainstream und seinen Affirmationen zu widersprechen, wird sie ihre genuine Aufgabe erfüllen, mit welchen Klängen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auch immer. Ich sprach davon, dass Kunst, Musik und das Singen nicht unter Nützlichkeitsgesichtspunkten zu verrechnen seien. Fulbert Stefensky, und mit diesem Zitat schließe ich, hat es einmal so formuliert: Es ist Zeit, dass die Kirche in einer Welt des Profitierens und Funktionierens für die nutzlosen Schönheiten eintritt. Sie sind am meisten gefährdet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Guten Morgen, liebe Damen und Herren, Freundinnen und Freunde der Kirchenmusik. Erlauben Sie mir eine kurze Vorbemerkung, ein bisschen abseits zum Thema, aber vielleicht doch dazu gehörig, zum Thema Verbandsarbeit. Die aktuell erfolgreichste Form des deutschen Schulfernsehens, damit meine ich nicht die Sendung mit der Maus oder Wissen macht A, sondern Jan Böhmermanns ZDF Neo Royal, hat vor kurzem eine Folge gebracht über Lobbyarbeit und dabei die Gleichung aufgestellt, Lobbyarbeit gleich Korruption. Und damit dann gleich auch für irgendeinen Rücktritt oder Entlassung gesorgt und ein allgemeines darüber reden. Und da würde ich doch gerne ganz kurz, bevor ich dann zum Thema komme, nur sagen, das mag für manche Verbände und Lobbygruppen vielleicht zutreffen zum Teil, ist aber doch eine populistische Verkürzung, die aber vor allen Dingen an der Arbeit des Deutschen Musikrates aber mal gerade völlig daneben geht. Denn in diesem Sinne, wie der Deutsche Musikrat das macht und nahe Verwandte, der Deutsche Kulturrat, mit dem ich auch viel zu tun habe, die leisten eine Arbeit von Lobbyismus, die ein unverzichtbarer Teil von demokratischer Kulturpolitik ist. Das wollte ich hier nochmal sagen, auch wenn Jan Böhmermann gerade nicht zuhört. Denn durch solche Verbandsarbeit wird das Anliegen der Musik und damit auch der Kirchenmusik überhaupt erst politikfähig. Das ahne ich zumindest als freundlicher Nachbar und Freund der Sache, dass der Deutsche Musikrat ganz komplexe Moderationsverfahren durchführt, um ganz unterschiedliche, diverse Anliegen zu bündeln, zu fokussieren und ins Gespräch mit der Politik zu bringen. Dafür sage ich herzlichen Dank. Und ganz besonders noch herzlichen Dank genau für diesen Kongress, über mehrere Corona-Hürden gesprungen und jetzt endlich stattfinden, weil eben auch die Kirchenmusik ein Teil der deutschen Musikkultur ist, in sich selbst ebenfalls wahnsinnig vielfältig, muss auch zusammen moderiert werden, um dann sprach- und eben auch politikfähig zu werden, gegenüber der Kulturpolitik, aber natürlich auch gegenüber der eigenen Kirchenpolitik. So verstehe ich das Anliegen dieses Kongresses. Danke sehr herzlich, dass er nun endlich stattfindet und dass ich auch dabei sein darf. Mein kleiner Impuls hat zwei Teile. Warum brauchen wir Kirchenmusik und was braucht die Kirchenmusik von uns? Warum wir Kirchenmusik brauchen, hat eigentlich mein Vorredner schon vollgültig und umfänglich erklärt. Ich will nur eine kleine Geschichte anfügen, die ich zwar in einem anderen Zusammenhang schon mal erzählt habe, aber weil sie mein Bild von Kirchenmusik prägt, weil sie zudem eine ganze Reihe von Fortsetzungen gefunden hat und zum Beispiel am kommenden Donnerstag wieder für mich relevant sein wird, werde ich sie noch einmal erzählen. Es war vor etwa 6, 7 Jahren, da stehe ich bei einem noch schlimmeren Hamburger Friedhofswetter in Ohlsdorf an einem Grab, eine zugleich traurige wie aber auch schöne Beerdigung. Traurig, weil die alte Dame von vielen Menschen sehr geliebt und nun schmerzlich betrauert wurde. Schön aber, weil so viele ihr eng Verbundene gekommen waren, um diesen Tag gemeinsam zu begehen. Und dann aber, und das überraschte mich doch sehr, aber ich habe eben inzwischen doch vielfältige Fortsetzungen dieses Ereignisses erfahren, kamen nach dem Erdwurf am Grab nicht wenige mit einem verschwörerischen Lächeln auf mich zu und sie sagten nicht, wie sonst üblich, danke Herr Pastor für die guten Worte, sondern sie hatten etwas anderes zu sagen. Und das hatte aber mit meiner Trauerpredigt zu tun, in der ich über die Begegnung mit dieser wunderbaren alten Dame berichtet habe, die mit ihrem Mann regelmäßig zu den großen Konzerten in meine damalige Gemeinde gekommen waren. Auch gelegentlich zu Gottesdiensten an hohen Festtagen, aber eigentlich nur, wenn es Kantaten zu hören gab. Oder eben sonst kamen sie ritualartig zu Bachs Oratorien. Und so war sie, obwohl die alte Dame katholisch war, für mich doch ein Gemeindeglied, wenn auch eines der besonderen Art. Es gibt eine Gruppe, die nenne ich
Bach-Christen. Sie gehen weniger in die Kirche, um eine Predigt zu hören, selbst wenn sie von mir ist. Eigentlich unverständlich, aber nun ist es so, als eben um Bachs Musik zu erleben. Das liegt an deren Schönheit, aber auch ihrer Tiefe, an ihrer geistlichen Kraft. Sie bietet große Genüsse, ist aber eben auch eine Herausforderung. Man muss sie schon richtig hören. Deshalb sind für mich bewusste Bach-Christinnen und Christen nicht nur bildungsselige, hanseatische Kulturgourmets, sondern eben auch Christen. Und davon hatte ich halt in meiner Predigt gesprochen. Und das hatte einige der Trauergäste so angesprochen, dass sie dann am Grab vor der offenen Grube mit einem fast verschwörerischen Lächeln und ein bisschen erleichtert auf mich zukamen. Bach-Christen sind wir auch, sagten sie heimlich, in der Hoffnung, dass die Nachbarn das nicht hörten. Dann outeten sich einige als Mozart-Christen. Einer fragte, ob man auch Reger-Christ sein könne oder ob man dafür katholisch sein müsse. Leider war kein Schütz-Christ dabei, das fehlt in Hamburg. Zum Glück kam niemand, um sich als Wagner-Christ zu bekennen. Das hätte am offenen Grab zu längeren Debatten geführt. Nicht vergessen will ich die beiden, die mir am Grab sagten, also klassische Musik sei ihnen nun wirklich völlig fremd, ob sie sich dafür jetzt eigentlich schämen müssten oder ob sie als Gospel- oder Soul- oder Blues-Christen durchgehen könnten. Und da wir nicht in Württemberg waren, gab es keine Lobpreis-Christen. Die gab es ja auch und gibt es immer noch. Musikalisch und vom Gesamthabitus der Musik übrigens eng verwandt, ohne es recht zu wissen, mit den TC-Christen. Eigene These, machen wir mal anders. Also das wäre ja auch möglich gewesen. Heiter waren alle diese Musikchristen trotz des traurigen Anlasses und des Ortes, weil ich den Eindruck hatte, dass sie sich endlich von mir erkannt und auch ein bisschen anerkannt gefühlt haben. Und am kommenden Donnerstag wird das eine Fortsetzung führen, weil ich eine Beerdigung habe, wo gestern Abend beim Beerdigungsgespräch die beiden Töchter der alten Dame sagte, also jetzt mit der Kirche und so, das sei jetzt nicht so viel zu sagen, aber ihre Mutter habe immer gesagt, meine Religion heißt Bach. Na gut, da werden wir eine schöne Beerdigung haben. Ich glaube, dass es im modernen Protestantismus eine legitime Form von Christlichkeit gibt, die zur Kirche eine gewisse Distanz hält, dann aber doch erstaunlich nahe rückt, wenn es geistliche Musik zu hören gibt, denn hier öffnet sich ihnen die Ahnung einer ganz anderen Welt, der Sinn und Geschmack von Gottes Unendlichkeit. Und da wäre ich, glaube ich, etwas weniger streng als Schleiermacher, den mein Vorredner so schön zitiert hat, der dann zwischen echt und unecht meint, theologisch präzise unterscheiden zu können. Das ist sozusagen mein inneres Bild, meine Geschichte, warum wir Kirchenmusik so brauchen, weil sie eben nicht nur eine Form von Kirchenmusik ist, sondern von Christlichkeit überhaupt. Nun aber die Frage, was braucht die Kirchenmusik von uns? Dazu habe ich das Arbeitspapier, das Sie in der Vorbereitung erstellt haben, intensiv gelesen und bin gespannt, was Sie in den Arbeitsgruppen dann noch dazu erarbeiten, verändern, ergänzen werden. Das werde ich ja heute Nachmittag in Ruhe mir anhören. Ich will jetzt auch nicht einzelne Punkte sozusagen nacheinander durchgehen, nur ein paar Aspekte benennen, die mir besonders wichtig sind. Das eine ist natürlich, dass wir mitten in einer massiven Veränderung unserer Kirchen und der Gesellschaft insgesamt stehen, mittendrin. Und das hat massive Auswirkungen. Und als erstes fallen einem die Verluste ein. Die Verluste von Bildung, Kenntnissen, Traditionen, eingeübten Ritualen. Die Verluste von Mitteln, Stellen, Nachwuchs. Und in diesen ganzen katastrophalen Szenarien von Verlusten kann man aber auch wahrnehmen und neu lernen, wie wichtig Institutionalisierung ist, auch Institutionalisierung von Kirchenmusik. Und dem beliebten Reden von, dass man nicht mehr so Institutionen braucht, man merkt, man braucht sie eben doch, wenn sie eben so schwach werden, wie das bei uns langsam beginnt, im internationalen Vergleich noch ganz schön gut dasteht. Dieser Wandel der Kirche und der Kirchenmusik, den wir vor allen Dingen sozusagen bilanztechnisch unter Verlustgesichtspunkten betrachten, hat natürlich noch mal
massiv eine Beförderung erfahren durch Corona und ihre Folgen, also die Abbrüche an gemeinsamer guter Arbeit und eben dieses Phänomen, auf das ich noch keine Antwort habe, nur so ein hilfloses Wort, nämlich negative Gewöhnung. Negative Gewöhnung, man geht nicht hin, man macht nicht mit, man hört nicht zu. Da habe ich noch keine rechte Antwort. Aber auch dieses Phänomen zeigt unfreiwillig, wie wichtig Traditionalität und Tradierung ist. Denn wenn das erstmal unterbrochen ist, merkt man, was für eine Kraft es ist und was für eine Stärke und wie viel Anstrengung es bedarf, um sie wieder ins Leben zu bringen. Und nun kommen die Aussichten auf den kalten Winter, der Kirche und Kultur noch einmal ganz neu zusammenbringt. Nun soll es nicht nur, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, nun soll es nicht nur ein seelsorgerlicher Trick sein, darauf hinzuweisen, dass Schwierigkeiten auch Chancen sind und Verluste auch Aufbrüche ermöglichen. Ich glaube, das erleben Sie selbst und davon zeugt Ihr Papier ja auch. Also wir erleben doch ein Ende der ideologischen Kämpfe zwischen E und U, dieser oder jener kirchenmusikalischen Richtung, richtig und falsch. Wir erleben und genießen in ganz Deutschland eine ungeheure Vielfalt von unterschiedlichen Musiken, von Oratorium bis Lobpreis. Sogar ich beschäftige mich mit dem Thema Lobpreis, mache da bald ein Podcast-Gespräch, habe ich gerade verabredet mit Albert Frey, weil das eben doch auch irgendwie interessant ist. Arbeit mit Kindern, Singen im Pfarrgarten, Lernerfolge, manchmal ein bisschen unfreiwillig, aber dann doch auch irgendwie ganz gut. Lernerfolge mit Digitalisierung, Corona-bedingt. Da nehme ich wahr, wirklich viele hochinteressante, kleine, aber auch sehr große Orgelprojekte. Das sind insgesamt viele kleine Pflanzen, die davon aber zeugen, dass es mit der Kirchenmusik in Deutschland noch lange nicht zu Ende ist, obwohl wir mit dem Klagen so gut sind, sondern vieles wächst. Umso wichtiger ist es, sie all dieses wahrzunehmen. Und ich glaube, das, was die Kirchenmusik von uns braucht, ist neben sozusagen politischen Forderungen im näheren Sinne überhaupt erstmal eine viel intensivere Wahrnehmung. Und das sage ich auch sozusagen als Theologe selbst, weil ich da manche Dinge für selbstverständlich erachte, die man aber sich erst einmal vor Augen führen muss, wie bedeutsam das ist. Zum Beispiel die, darum soll es jetzt ein bisschen gehen, die gesellschaftliche Bedeutung der Kirchenmusik. Ich will ein paar Aspekte benennen, die mir besonders wichtig erscheinen. Dabei möchte ich aber jetzt keiner vorschnellen sozialen Selbstfunktionalisierung der Kirchenmusik das Wort reden. Auch will ich jetzt aufhören oder nicht gar nicht erst anfangen, die eigene Systemrelevanz zu beschwören. Das haben wir während Corona ein bisschen viel gemacht, war wichtig und richtig, ermüdet aber auch. Am besten ist es eigentlich immer, man ist für andere da, indem man das eigene tut. Und wenn man das eigene gut tut, dann kann man dadurch wie von selbst auch für andere da sein. Das muss man dann manchmal auch laut sagen oder vor allen Dingen für sich selbst wahrnehmen. Was wären dafür Aspekte zu nennen? Ich habe mal so 6, 7, 8 Punkte mir aufgeschrieben. Das eine ist, das nehmen wir so normal wahr, aber dass Kirchenmusik ganz wesentlich dafür da ist, Gottesdienste mitzugestalten, den Sonntagsgottesdienst oder meine kleine Beerdigungsfeier am Donnerstag. Und das ist ein, obwohl es uns so langweilig und normal erscheint, ein großer Beitrag zu einer Ritualkultur in Deutschland, die sehr wichtig ist, eine wirkliche Stütze überhaupt von Kultur in einem Land. Das Zweite, was mir auffällt, ist diese immense musikalische Bildung an Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und nicht zu vergessen, da habe ich ganz tolle Beispiele erlebt, Seniorinnen und Senioren, die plötzlich sozusagen durch neuartige Formen des lebenslangen
lernend und singend wirklich auch nochmal kirchenmusikalisch gebildet werden. Und selbst wenn dabei nicht immer der Hochleistungsnachwuchs gezüchtet wird, bildet man, und das ist nicht gering zu schätzen, das gegenwärtige und zukünftige Publikum heran. Denn wer soll eigentlich in die ganzen Konzerte gehen? Das ist immer so ein besonderer Spaß von mir, schnöselige Kulturleute zu ärgern, wenn ich sie darauf hinweise, dass sehr viele Menschen, die ich im Theater oder eben auch im Konzert sehe, dass ich die alle von der Kirche kenne. Das ist gerade so in Berlin, Hamburg, wo man denkt, als Konzertleiter oder Theatermensch hat man so immer das hippe Publikum vor sich. Nee, da sind ganz schön viele Kirchenleute da, weil sie eben auch, nicht zuletzt durch die Kirchenmusik, überhaupt ästhetisch gebildet worden sind. Ein ganz wichtiger Punkt dabei, wo sehr viel passiert, aber noch mehr passieren könnte, ist die Vermittlung. Wir nehmen ja viel zu wenig wahr, wie abseitig und abständig wir auf andere Leute wirken. Und da merke ich aber zum einen gerade in der Kirchenmusik selbst und aber auch mit Blick auf das anstehende Gesangbuchjubiläum, wie viel sich hier regt und zugleich, wie viel noch zu tun ist. Gestern sprach ich mit meinem Kollegen darum, dass wir eigentlich irgendwie uns was einfallen lassen müssten, um Orgeln zu vermitteln. Da weiß ich auch, passiert eine ganze Menge, aber ein bisschen mehr wäre noch wirklich dran, um eben sozusagen diesen ästhetischen Bildungsauftrag, den wir eben auch haben, wirklich wirksam werden zu lassen. Dann etwas ganz anderes, Kirchenmusik bildet Gemeinschaften in und über die Kirche hinaus. Das Wort Kirchenmusik täuscht ja auch ein bisschen. Also wenn ich mir sozusagen die Kirchenchöre angucke, mit denen ich zu tun habe, da ist auch viel Unkirchlichkeit darin. Sehr diverse Menschengruppen und doch verbunden, sehr verbindlich verbunden, sozusagen mit unter einem kirchlichen Dach. Und das fördert nicht zuletzt auch weit darüber hinaus die soziale Ressource Ehrenamt. Freiwilliges Engagement wird hier eingeübt und zwar ganz selbstverständlich auch schon von Menschen aus der nächsten Generation. Wie man das für die attraktiver machen kann und sozusagen generationsangemessener, darüber wäre eigens zu sprechen. Und damit verbindet sich auch eine ganz wunderbare Mobilisierungskraft, also eine geradezu moralische Mobilisierungskraft der Kirchenmusik. Dafür stehen die gar nicht so wenigen, sondern ziemlich vielen Ukraine-Solidaritätskonzerte der letzten Zeit. Kann man auch mal laut sagen. Da ist ganz viel passiert und zwar ganz schnell und sehr freundlich und total interessant und wurde auch sehr gut wahrgenommen. Das, finde ich, sollte man sich alles mal vor Augen führen, gibt bestimmt noch einige Punkte mehr und wahrnehmen und dafür eintreten, dass das so bleiben kann oder eben sich so entwickeln kann, dass das wesentlich daran bleiben kann. Deshalb, und da möchte ich auf einen aktuell herannahenden Konflikt eingehen, halte ich es für völlig falsch, jetzt mit Blick auf den kalten Winter schon vorsorglich zu fordern, kirchenmusikalische Veranstaltungen sollen einfach mal so alle abgeschaltet werden. Das ist falsch. Kirchenmusikalische Veranstaltungen sind nicht etwas Zweitrangiges, was man haben kann, aber dann, wenn es hart auf hart kommt, einfach mal abschalten kann, dass man als erstes in einer Energiekrise wegstreichen kann, wie inzwischen schon einige kirchliche Umweltaktivisten gefordert haben. Das finde ich falsch, weil man erstens die ganze geistliche, soziale, moralische, existenzielle Ressource Kirchenmusik nicht einfach mal wegtun kann. Das ist eine Lehre, die wir aus der Corona-Zeit doch, finde ich, wahrgenommen haben. Und zweitens muss man wissen, dass man, wenn man etwas abschaltet, das nicht so schnell wieder anschalten kann. Die
Landeskirche Berlin-Brandenburg und so weiter hat einen Kulturbeirat gegründet, der, da sitze ich jetzt gerade dran, mit zwei Kollegen einen Entwurf für eine öffentliche Erklärung verfasst hat, die wir hoffentlich bald öffentlich machen können, in der wir genau darauf hinweisen, dass natürlich, wenn es ganz schlimm wird, findet bei uns auch mal was nicht statt, das ist ja klar, da sind wir auch solidarisch und sperren uns nicht, aber solange das nicht der Fall ist, möchten wir alles dafür tun, dass kirchenmusikalische Veranstaltungen auch in diesem Winter weiterhin stattfinden können, in welcher Form auch immer, und dass dieses eben auch eine wichtige Signalwirkung haben sollte für Kultureinrichtungen. Denn wenn wir als Kirche sagen, wir machen das alles dicht in vorauseilendem Gehorsam, der dann, ähnlich wie bei Corona, dann auch nicht belohnt wird, das hat natürlich Auswirkungen für all die Theater und Opernhäuser und Konzerthäuser, die dann noch stärker öffentlich unter Druck geraten, warum sie denn meinen, stattfinden zu sollen. Insofern sind wir hier gemeinsam gefordert und wir werden das an den Musikrat weiterleiten, damit sie das vielleicht auch verbreiten, weil ich glaube, dass wir hier eine wichtige Diskussion vor uns haben. Einen letzten Aspekt, der natürlich jetzt noch nicht mit Zahlen und Prozessen und Verfahren unterlegt ist in Ihrem Papier, aber natürlich hier eine Rolle spielt, den möchte ich kurz benennen, ohne selber natürlich da eine vollgültige Antwort zu haben. Und das betrifft das Thema Ökonomie und Bezahlung. Da habe ich jetzt in meiner Tätigkeit als Kulturbeauftragter lernen müssen, dass man das viel ernster machen muss, als ich jetzt vorher als Pastor genommen habe, wo bei mir das Gehalt ja aus der Steckdose kommt. Aber bei Künstlerinnen und Künstlern ist das eben etwas ganz anderes. Und in diese Situation muss man sich hineinversetzen, wenn man eben entweder in nicht auskömmlichen Stellen sein mit Zusatzverdienst oder ganz als freie Musikerin, als freier Musiker sein Einkommen versucht zu verdienen. Hier gibt es nicht nur in der Musik, sondern eben, das weiß ich vom Deutschen Kulturrat insgesamt, das Interesse, das Anliegen, wirklich für Mindestgagen oder finanzielle Grundstandards zu sorgen. Ich beobachte diese Diskussion erst interessiert. Zugleich teile ich das grundsätzliche Anliegen, und das ist ja auch sozusagen eine sozusagen der ganz wichtigen Erfahrung aus der Corona-Krise, dass wir hier eine Verantwortung weit über uns hinaus haben, nämlich auch für all diejenigen, die bei uns musizieren. Zugleich habe ich aber auch schon wahrgenommen, dass die Festlegung von kommunalen Mindeststandards in der Finanzierung, so sie nicht ordentlich vorbereitet ist und vor allem auch nicht auskömmlich mit Finanzmitteln unterlegt ist, auch schädliche Folgen und Nebenwirkungen haben kann. Gerade in der Theaterszene wird dieses schon intensiv diskutiert. Und der flapsige Spruch, wenn ihr das sozusagen solche Mindestgagen nicht bezahlen könnt, dann passiert halt weniger bei euch. Das ist auch noch keine Lösung. Das kann man in Berlin leicht sagen. Dann fährt man mit der U-Bahn ein paar Stationen weiter, da findet was statt. Das ist aber in anderen Regionen eben eine ganz andere Geschichte. Dann hört auch was auf. Damit will ich jetzt das Anliegen nicht torpedieren. Wie gesagt, da stehen wir, glaube ich, erst am Anfang einer Diskussion. Wir haben uns vorgenommen, beim Kirchentag in Nürnberg darüber zu sprechen. Hier wird sicherlich von Ihnen, die Sie da sehr viel näher dran sind und sehr viel mehr Kompetenz haben und sehr viel mehr Urteilskraft darüber diskutiert werden. Ich will nur sagen, sozusagen aus meiner laienhaften Perspektive, aber engagiert, darüber wird zu sprechen sein. Wie sind auskömmliche Arbeitsmöglichkeiten für Musikerinnen und Musiker, die entweder bei uns angestellt sind oder aber mit uns verbunden sind, möglich, sodass es gute Berufsaussichten gibt? Eine große Frage, zu der ich aber schon wahrgenommen habe, dass es sehr viele, auch in den Landeskirchen, ganz unterschiedliche Ansätze und Erfahrungen gibt. Und darüber, und das wäre, finde ich, ein sehr gutes Stück Lobbyarbeit im legitimen Sinne, sich auszutauschen und dann eben hilfreiche Vorschläge zu machen. Darüber würde ich mich sehr freuen, wenn das heute vielleicht nicht bis zu Ende geführt wird, aber doch deutlich angestoßen wird. Vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld.
Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank beiden Vortragenden, Herrn Prof. Dr. Komacher, Herrn Prof. Dr. Clausen. Ich glaube, das waren zwei einander sehr gut ergänzende, einführende Vorträge, die ein großes Spektrum eröffnet haben. Ich möchte an dieser Stelle nicht groß sprechen, ich möchte nur zwei noch danken. Das eine ist dieses Haus. Herzlichen Dank natürlich, dass wir hier zu Gast sein dürfen in dieser wunderbaren Katholischen Akademie zu Berlin. Und ich möchte auch herzlich danken unserem Team, dass Sie da hinten stehen sehen, dass dieses alles liebevoll nicht nur und auch kompetent vorbereitet hat, sondern uns hier unauffällig durchgeleitet durch diesen Tag. Und dazu darf ich Herrn Runau, den Leiter des Teams, Dr. Runau, nach vorne bitten. Herr Dr. Runau, der Leiter dieses Teams und Büroleiter des Deutschen Musikrates, er wird jetzt sagen, wie es jetzt weitergeht, wenn es in Arbeitsgruppen geht. Ja, jetzt wird es spannend, jetzt wird es interaktiv. Wir starten in den zentralen Teil des Tagesablaufs, in die zwei Arbeitsgruppenphasen, die durch das Mittagessen getrennt sind, also auf das arbeiten wir hin. Ich möchte rein organisatorisch, damit das jetzt möglichst klar, reibungslos in vier Räume geht, die Logik darlegen. Vier Arbeitsgruppen bedeutet vier Räume. Eine Arbeitsgruppe bleibt hier und drei Arbeitsgruppen werden in andere Räume, eine nebenan wandern und zwei Arbeitsgruppen in den ersten Stock in entsprechende Seminarräume. Jede Arbeitsgruppe hat eine Farbe, um es kenntlich zu machen. Und falls Sie vergessen haben sollten oder sich nicht mehr sicher sind, für welche AG Sie sich angemeldet hatten und die Ihnen vorne bei der Anmeldung bestätigt wurde, da haben Sie auf der Rückseite Ihres Namensschildes genau nochmal den Farbpunkt. Die Farbe spielt jetzt gleich bei der Zuordnung eine hilfreiche Rolle insofern, dass wir jeder Arbeitsgruppe einen Mitarbeiter, einen Mitarbeitenden zugeordnet haben. Die würde ich Ihnen eigentlich kurz namentlich nennen. Wir haben die Frau Dr. Vogt in Gelb für die Teilnehmer der Arbeitsgruppe künstlerische Autonomie und kirchliche Absicht. Dann haben wir die Arbeitsgruppe 2, betreut von Frau Eich. Das sind die Teilnehmenden, die den roten Punkt haben. Und sie geht dann in den Seminarraum 2 mit der Arbeitsgruppe Kirchenmusik als Chance für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dann haben wir noch den Herrn Bayreuther, wenn der mal kurz aufsteht, damit Sie ihn sehen, alle die sich ums Digitale heute bemühen, sind in der blauen Gruppe. Und dann haben wir noch die Grünen. Der Herr Bogon wird und seine Arbeitsgruppe betreut von Frau Beckmann. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, damit es auch sofort reibungslos losgeht. Wir liegen übrigens gut in der Zeit, das kommt also den Arbeitsgruppen und den intensiven Austausch sehr zugute, dass die gelbe Gruppe, die nämlich auch hier bleibt, vielleicht kommst du vor, Anna, dass die hier bleibt und die alle anderen Nicht-Gelben sich draußen im Foyer bei den genannten Kollegen sammeln. Dann bleibt uns, Ihnen, einen anregenden Austausch zu wünschen. Wir sind gespannt auf Ihre Impulse, die dann in die abschließende Plenumsdiskussion am Ende unseres Kongresses einfließen. Herzlichen Dank und viel Erfolg.